den Sieger des Außerhaus-Decker-Nexus-Kampfs 2018 und den Preisträger des Cup Edgar Hauptlich. Los geht's! Und es kann geklatscht werden, Freunde, zum Finale! Hört doch auf, mit den Flugzeugen zu werfen. Wir sind doch nicht im Kindergarten. Da schalten wir uns jetzt auch gerade an, wenn er sagt Kindergarten. Ja. Wir sind jetzt hier beim Finale und ich muss sagen, jetzt gerade auch eben nochmal mit dem Auftritt der Legends Cup. Ist mehr als nur Fußball, das ist ein richtig geiles Event hier. Nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz. Es wird hier so viel geboten. Für die ganze Familie ist alles dabei. Also dieser Cup muss auch nächstes Jahr stattfinden. Und wenn ihr die Stimmung hier hört, sowieso. Also, hochklassiger Fußball, geile Stimmung, alles geboten. Top-Organisation nochmal. Chapeau an Michael Hauptlich, seine Frau und alle Organisatoren für diesen tollen Cup. Wir sind jetzt im Finale zwischen Gladbach und Borussia Dortmund. Für mich der Favorit, ja, das ist die Elf vom Niederrhein. Das sind die Gladbacher, aber den Dortmundern traue ich auch einiges zu. Aber wenn die Weißweiler Elf so spielt wie bisher, wird schwer für die Gelb-Schwarzen aus Dortmund, oder? Ja, du darfst nicht vergessen, bei den Dortmundern ist Frank Billy Mill dabei. Auch wieder mal. Und auch der hat mal heute während des Turniers ja gezeigt, welche Stärke er mit 59 immer noch hat. Ich wollte gerade sagen, stimmt, also eigentlich ist es eigentlich unfair, überhaupt Frank Mill einzusetzen, weil wenn wir den einsetzt, gewinnst du. Mal gucken, ob die Dortmunder das machen. Ich gehe davon aus. Und Christian Eggert sind jetzt gerade hier bei uns. Ja, also, na gespannt. Auf jeden Fall, Triller hat sich verletzt. Geht erstmal raus. Dafür kommt er, die lebende Legende, auf 1,73 Meter. Frank Mill. So, also jetzt geht die Russia unter auf Gladbach. Bin mal gespannt. Ja, abtasten erstmal. War zu erwarten. Ball auf Eggert. Eggert Mill hatten wir schon des Öfteren in dem Turnier. Aber zugestellt. Schuss aus der Z3. Nein. Oh! Das erste Tor im Finale. Hast du gesehen, wie der Mill den Weg frei macht, damit der Schuss durchkommen kann? Sascha Rabel, der Torschütze. Aber Frankie Mill, der eigentliche. Ha, muss man sagen. Das hat er super gemacht, hat den Weg freigesperrt, dann eine Körpertäuschung an dem Abwehrspieler vorbei und dann hatte der Torwart keine Chance. 1:0 für Dortmund. Das kann nur gut für die Partie sein. Seitdem der Frankie Mill drin ist, läuft es halt. Also, wir haben es gesagt, der Ole beziehungsweise die Augenmaschine, wenn der Mill reinkommt, dann klappt es. Gladbach jetzt aber. Ja, mit Hagner nochmal zurückgelegt. Auf die linke Seite zu Kala Flipsen. Hagner, nee, kommt nicht mehr dran. Ja, wird man sich auch mal setzen, wird man mehr sehen. Ja, Ball ist aus. Frank Mill hat gemacht, was er machen musste. Verlässt nochmal den Platz. Martin Triller ist wieder da. Genau, also da kommt dann wieder, wenn es eng wird. Genau. Wie gesagt, 6 Minuten Einsatzzeit, 2 Assists, 3 Tore. Was will man mehr? Kala Flipsen. Ja, für mich auch der Mann des Turniers. Mill oder Flipsen? Flipsen. Also hinter Mill natürlich, genau. Weil der Mill kriegt ja eh einen Ehrenpreis, ja, oder? Auf jeden Fall von Gladbach. Ja, definitiv. Also ihr Lieben, wenn ihr dieses Jahr nicht dabei sein konntet, sichert euch nächstes Jahr, das wird es definitiv nochmal geben, rechtzeitig die Karten für den Legends Cup, weil das ist ein Event, ja, à la Bonheur, was wir hier gesehen haben. Und ich bin mir sicher, der FCS wird nächstes Jahr noch mehr angreifen als dieses Jahr. Christian Eggert, so ein bisschen FC haben wir ja doch im Finale. Aber auf der anderen Seite mit Hagner. Oder Eckert direkt mit der Picke, mit der rechten Picke probiert. Es gibt einen Wolf, ein Rollen. Ein Rollen, lieber Eckert. Das ist kein Futsal wie bei deinem Sohnemann. Das kenne ich halt auch so mit dem Reinschießen. Aber nein, es ist Hallenfußball. Driller am Ball. Hat sich eben noch so wehgetan. Dafür kam Milli rein. Oh, da macht das gut. Fast den Ball noch für sich.
behauptet, aber Pille erstmal weg und die Gladbacher, ja. Aber da siehst du, mit welchem Ehrgeiz die Spieler dabei sind. Sie haben sich wehgetan, da wird mal eine Minute auf die Zähne gebissen, ein bisschen Eis drauf. Geht's und dann sind die so heiß wie Frittenfett und möchten dann wieder bei dem Endspiel dabei sein. Von der Wertigkeit her, wie gesagt, ist das bestbesetzte AHA-Turnier in ganz Deutschland. Und der Ausgang. Und das haben wir hier in Saarbrücken und Chiquinho. Ja, ich finde das gut, 1-1. Hier wird nicht auf Abwarten gespielt, hier wird auf Tore gespielt. Also muss Mill noch mal rein. 1-1 im Finale, erste Halbzeit, noch 54 zu spielen. Also, mal gespannt. Also, das Spiel macht mir Spaß hier von beiden Mannschaften. Ein Spiel auf Augenhöhe vom Niveau her. Gladbach ausgeglichen durch ein Zaubertürchen von Chiquinho. Rammel, der das Tor eben gemacht hat zur Führung. Den BVB-Triller probiert es direkt. Eggert wieder am Ball. Nein, jetzt ist Eggert am Ball. Eben was Rammel. Eggert auf der rechten Seite gegen Chiquinho. Aber Chiquinho behält die Überhand. Ja, Eggert ein bisschen zu viel gedrückt, daher. Freistoß für Borussia Mönchengladbach. 1-1 Finale. 4 Minuten in der ersten Hälfte zu spielen. Also, es hat alles in sich, dieses Turnier. Peter Winhoff, schön auf Hagner gespielt. Er probiert die Bande zu nutzen, um Winhoff nochmal anzuspielen. Gelingt nicht. Ja, Driller. Hat ein bisschen verdrillert, der Driller. Ja, Foulspiel, Freistoß, kein Problem. Für Gladbach. Winhoff, linke Seite. Probiert direkt. Was man auch noch sagen muss, hier am Tor steht nicht mehr der Keeper vom BVB, der eigentliche, der hat sich ja am Finger verletzt. Der ist total verdreht. Ja, der Keeper, der jetzt im Dortmund-Tor steht, der hat ein ganz anderes Trikot drunter. Und zwar ein Schalke-Trikot. Man möge es glauben, ein Schalker hilft den Dortmundern aus, Ole. Ja, das hat er aber gewechselt. Ne? Also er hat es drunter, er hat's drunter, ja. Ole. Er hat das Dortmund-Trikot nur drüber gezogen. Ja, und er gibt aber auch alles für die Dortmunder. Das hat man hier jetzt naja, in dieser Szene. Nachher heißt es dann, egal, von irgendeiner Seite genau. Bekommt das. Von der Schalker Seite oder von der Dortmunder Seite. Also ich Seite. Bin mal da gespannt in der dritten Halbzeit, was da noch geflaxt wird. Ja, ja, also wie gesagt, er wird auf jeden Fall als Verlierer vom Platz gehen. Nein, dieser Spaß muss sein. Ja, Dortmund wieder mit Spielaufbau. Ah, auf Frenkie Mehl, ah, das kann ja nur was werden. Da verteidigt den Ball schön auf der Außenbahn. Da wird gehalten. Egal, am Frenkie dürfen vier dran kleben. Der macht weiter. Jetzt wird auf Ballsperre. Na. Das verstehe ich aber nicht. Gefällt ihm aber versteht nicht. Hier keiner. Frank Müller am wenigsten. Redet noch mit dem Schiedsrichter. Was soll denn das? Der drückt mich. Ja. Den Milli drückt man gerne, weil man ihn lieb hat. Aber weiter geht's mit dem Freistoß für Borussia Mönchengladbach. Ja. Dortmunder ziehen sich komplett zurück. Mill, wie gesagt, wieder an Bord. Eggert steht hinter ihm. Rammel, der das Tor gemacht hat, auch vorne mit hin. Aber wir müssen direkt gucken, weil ja, der Hagner, torgefährlich in diesem Turnier, wieder mit dabei. Und gerade noch so geklärt. Und Gladbach weiter im Ballbesitz. Also dieses Turnier macht wirklich, wirklich Spaß. Diese Neuauflage quasi eines AHA-Turniers in Saarbrücken und es kommt bei den Zuschauern sowas von super an. Ausverkauftes Haus. Stimmung ohne Ende. Fair Play. Drauf wie neben dem Platz. Es macht Spaß. Ja, jetzt wird Frank Mill nochmal getadelt. Wie kann man einen Frank Mill tadeln? Lieber Schiedsrichter. Das ist ja unglaublich. Ach, jetzt wird er nochmal weggeschickt. Wie kann man einen Frank Mill wegschicken? Naja, sei es drum. Es geht weiter mit einem Freistoß. Den Hagner probiert zu einzunetzen. Aber nichts passiert. Gladbach, Ballbesitz. Ja, die haben mehr und mehr das Heft des Handels in die Hand genommen. Trotz Frank Mill. Aber jetzt geht es schnell. Über Martin Dreller! Schuss aus der zweiten Reihe. Eckball für den BVB. Ja, wird nochmal gewechselt, getauscht. Will mittlerweile auch draußen, wie gesagt. Driller drin. Und ja, das könnte man schnell machen. Einer in die Zentrale gehen. Nee, Dortmund spielt hinten rum. Hier hat die Mucke! Noch eine Minute in Halbzeit 1. Ja, ich finde, wir sehen aber ein abwechslungsreiches Endspiel. Super. 1-1.
Driller. Rammel. Martin Driller wieder. Auf Eckert. Der verteidigt mal schön. Ja, ein bisschen dumm. So der Ausschuss zieht ab und wieder eine Katze. Und der Ball ist jetzt aber. Der Welt jetzt. Halbe Minute noch. Hier beim Finale. Ein super Finale, oder? Super Finale. Und ich muss auch wieder sagen, auch hier bei diesem ganzen Turnier mit hervorragenden Torwartleistungen, wie wir heute gesehen haben. Ich muss sagen, die haben nichts verlernt, die alten Hasen. Definitiv nicht. Augustino noch am Ball, aber jetzt wird es echt aus sein. Noch 10 Sekunden. Nochmal Chiquinho! Da ist der Fallrückzieher, den du den ganzen Tag sehen wolltest von dem Brasilianer. Absolut. Da hätte sich der ein oder andere von uns nochmal ein Hexenschuss zugezogen, aber wir machen das heutzutage auch noch. Pause im Finale um den Legends Cup! Leute, die erste Halbzeit ist vorüber. 1:1 in einem bisher tollen Finale. Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund. 1:1. Eine Minute auslaufen und dann geht es weiter in der zweiten Halbzeit. Wir jetzt bearbeiten. Frank Bill erklärt jetzt dem Schiedsrichter die Regeln. Hat das gerade noch recht? Ne? Genau. Es wird also nach seinen Regeln gespielt. Aber es ist einfach schön zu sehen, wie sie hier so diskutieren und bei der Sache sind. Ja. Sehen Sie, wird jetzt sogar beruhigt von den eigenen Mitspielern. Eieiei, das Finale hat wirklich alles. Also ein Finale auf Augenhöhe, auf jeden Fall. Wer ist noch nicht entschieden? Wir sind gespannt auf die letzten 10 Minuten. Weiter geht's mit Color Flipsen. Oh, da will die richtig zum Tor. Eieiei. Hat Haken auch mitgenommen, probiert er doch selber. Und da ist es, 2:1. Hut ab, da kann er. Die Elf kommt wieder rein, geht in Führung. Ja, ich würde auch sagen, die Mehrzahl der Anhänger sind Gladbach-Fans. Hey. Die Mannschaft präsentiert den Torschützen, die 10, Kalle Flipsen. Aber das Ding ist noch nicht durch. Da sagt Gladbach auch zum ersten Mal vorhin in Rückstand geraten. Aber die haben es drauf. So, jetzt lass uns erstmal das Spiel beruhigen und abwarten. Aber wie gesagt, Dortmund ist stark. Zu Recht auch im Finale. Driller! Ihr hört, die Stimmung ist hier blendend. Natürlich und die Gladbach-Fans. Gladbach-Fan-Clubs, auch die Hohen nach vorne sind jetzt richtig wach, Freunde. Das ist eine Finalstellung. Faulspiel, wer hat dieses Turnier verdient? Ah, Faulspiel an Hagner. Ja. Aber wenn du den Hagner siehst, der hat auch kein Gramm Fett zu viel. Also, der steht noch voll im Saft. Oh, achtmal abgefälscht, aber Gott sei Dank an die Bande und nicht ins Tor. Wäre vielleicht die Vorentscheidung gewesen. Rammel am Ball für den BVB. Ja klar, jetzt müssen die das Ding aufholen. Noch 8 Minuten haben die Zeit, also alles noch drin. Und der Joker Mili ist auch noch draußen, also da klappt noch. Eventuell für den BVB. Mönchengladbach im Ballbesitz. Ja, die haben ja Zeit, die führen ja. Hinhoff, Hagner, durch die Beine des Schalke-Keepers. Ja, super Annahme, zurück zum Abwehrspieler, am Abwehrspieler vorbei, auf Tor geschossen, super. Oder war das die Vorentscheidung? Nein, nein. Matthias Hagner. Ja, der Mentor ist wieder im Spiel, Frank Mill. Der hat heute oft getroffen wie für den FC in seiner ganzen Karriere. 2-1, 7-2, und vielen Dank für die Getränkespende. Der macht das fein. Jetzt der macht das sehr fein. Chiquinho.
war vielleicht eine Hacke zu viel. War Rammel. Wichtig. Auf Frank Mill. Jetzt ist der Joker drin. Der Frankie, der Mini, der zieht ab. Ah, höchstens Gegenwind von der Seite. Normal wäre das Ding drin gewesen. Hundertprozentig. Da bin ich mir sicher. Also weiterhin 3:1 für die Gladbacher Dortmund. Jetzt aber wieder mit Frank Mill. Man merkt es, die Gladbacher ziehen sich immer mehr zurück. Nur noch Chiquinho ist vorne. Ja. Wie lange haben wir noch? Knapp 7 Minuten hier zu spielen. Beim Legends Cup 2018. Ich hoffe, ihr seid nächstes Jahr auch mit an Bord. Präsentiert von Autohaus Deckert. BVB. Nicht mehr viel Zeit. Wir probieren es. Aus der zweiten Reihe, aber geklärt. Und die Gladbacher, bis jetzt auch die stärkste Mannschaft des Turniers, führt hier mit 3:1. Agostino. Ja, wir haben zu viel Platz. Die Dortmunder müssen angreifen. Gerade mit Eckert jetzt. Weil die Zeit spielt gegen. Und das macht das clever. Rum. Aber immer noch eine tolle Stimmung hier in der Saarlandhalle, die fast ausverkauft heute war. Ich denke, die heute da waren, werden auch nächstes Jahr mit Sicherheit dann auch wieder hier erscheinen. Ja, definitiv. Davon kann man nur ausgehen. Dortmund jetzt nochmal mit Eggert. Ah, der Müll steht in der Mitte bereit. Ah, gegen zwei wird schwer, sich da Ding durch. Ja, wunderbar, ein Freistoß raus. Wie gesagt, noch 5,5 Minuten, da ist noch alles drin, da ist noch nichts entschieden. Ah. Müll wird's machen. Oder legt er ab? Er legt nochmal ab. Und abgefälscht, Einwurf. Seitenhaus, Einwurf. Dort. Zwei Bälle im Spiel, einer zu viel. So, bitte jetzt schon die Mannschaften vom FC Kaiserslautern und die beiden Finalmannschaften bleiben bitte im Innenraum auf unserem grünen Rasen. Kaiserslautern stößt dazu und dann die ganzen Offiziellen. Ja, schau mal den Bild da vorne, wie der da rumwirbelt. Zur Siegerehrung, liebe Zuschauer, spielt euch dann auch noch in der Halle zu bleiben, dass wir einen würdigen Rahmen haben. Und dann ist ein toller, aber auch langer Tag. Zuerst mal auf dem Feld zu Ende und dann gehen wir an die Bierstände. Und schauen, was Gombacher noch so in den Fässern hat. Die werden wahrscheinlich noch einiges haben, genauso wie die Teams unten auf dem Platz noch einiges im Köcher haben. Der BVB, der gibt sich nämlich doch nicht auf mit Martin Driller. Ah, Augusto dazwischen. Aber wie gesagt, das Ding ist noch nicht durch. Da bin ich mir sicher. Obwohl die Gladbacher natürlich für mich favorisiert waren. Die haben eine bessere Vorrunde gespielt. Ich sag nur Kala Flipsen. Ola hat schon gesagt, Mann des Turniers, wenn man das jetzt schon so sagen darf. Also Gladbach hat noch 4 Minuten 10 vor sich, dann dürfen sie den Pokal in die Höhe stemmen und sich als erste Mannschaft Legends Cup Sieger nennen. Flipsen wieder, legt nochmal ab auf Chiquinho. Ja genau, Flipsen. Oh, ah, fehlt mir ein bisschen zu viel. 1, 2, 3. Ja. Super V-Spiel. Und Chiquinho weiß das selber. Geht aber schnell weiter. Noch 3:40. Also viel ist nicht mehr zu spielen hier. Ah, Dortmund müsste jetzt so langsam mal den Anschlusstreffer erzielen. Sonst wird das hier nichts mehr mit einem gelb-schwarzen Sieger. Siegestaumel, Eggert. Ja, das Spiel durch hier. Das finde ich. Zieht ab! Oh, abgefälscht. Wie wir vorhin gesagt haben, auch wenn das Ding abgefälscht war, der Eggert kann das auch. Ja, aus der Trapp. Ja, immer noch alles drin für Dortmund. Noch gute drei Minuten zu spielen. Wir haben ja im Schlöffen und gesehen, Spiele wurden immer noch in den letzten Minuten entschieden. Also noch alles drin für Dortmund. Wo das ganze Spiel ja auch ein bisschen für die Gladbacher hinführt. Ist ein bisschen kondammäßig. Ja. Aber wer sich noch freuen wird, darf ich sagen, weil der Michael Hauptrich, der ist ja so ein bisschen Gladbach, wenn man das verraten darf. Okay. Natürlich Hauptliebe FCS, aber dann kommt schon Gladbach. Aber wie gesagt, das Ding ist hier noch nicht durch. Noch lange nicht durch. Wir haben noch 2:30 zu spielen. Und was wäre das ein Finale, wenn es nachher noch im 9-Meter-Schießen entschieden wird? Das wäre sensationell. Driller probiert nochmal abzulegen. Aber ja,
wird gut zugedeckt hinten und Flipsen kann er. Hat so, Platz, jetzt, hat Zeit. Jetzt haben sie Platz. Macht auf Hagner. Nochmal zurück auf Flipsen. Ja. Ah, eins gegen eins. Oh, prima gehalten. Grandiose Parade. Also auch wenn Dortmund verlieren sollte, kann man dem Schalker Torwart keinen Vorwurf machen. Das siehst du so, aber die Dortmunder wahrscheinlich nein, nicht. Nein, Quatsch. Also der gibt alles. Ball nochmal drüber gegangen. Gibt nochmal Eckball für den BVB. Noch 1,40 offiziell hier zu spielen. Gut, Nachspielzeit gibt es eh nicht. Im Hallenfußball ist er den Uhr mit gestoppt. Eggert macht das. Kurz auf den! Meter auf Triller. War der Torwart noch mit der Sohle dran. Ja. Also hier ist alles drin. Es ist packend. Dieser Legends Cup auch das Finale. Ja, Hagner sperrt den Ball. Ja, genau. Jetzt müsste Freistoß geben. Genau, das war so vorhin bei Frank Mill auch gewesen. Da hat er auch den Ball geklemmt. Der wurde dann auch abgepfiffen. Freistoß jetzt für Dortmund. Die haben es natürlich jetzt eilig. Denn viel bleibt nicht mehr. 1,20. Das ist es. Ah, Riesenchance durch Triller. Hätte noch Zeit gehabt, den Ball sich kurz auf einen anderen Fuß zu legen. Ja, hast du nicht. In dem Moment nicht. Jetzt wieder zwei Spieler auf dem Feld. Also, jetzt. Well done. Noch eine Minute. Gleich kommt die Mucke zum letzten Mal in diesem Turnier. Und dann heißt es Dampf, 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 BVB. Die ganze Saal hat alle klatscht. Auf geht's. Also das Publikum geht hier absolut mit, ist begeistert von dem Endspiel. Noch 30 Sekunden. Das dürfte es gewesen sein. Das spielt Gladbach jetzt herunter. In 20 Minuten, 20 Sekunden. Jetzt wird nochmal geklemmt. 10, 9, 8. 7, 6, 5. Ja, das war's. Aus, los, vorbei. Ja, noch einmal Zeit angehalten. Aber da wird ja wohl nichts mehr passieren. So, wir sehen jetzt leider nichts mehr, weil alles steht hier in der Saarlandhalle. Also die Leute sind heute auf ihre Kosten gekommen im Großen und Ganzen, muss man schon sagen. Das Spiel ist aus. Borussia Mönchengladbach ist Gewinner des Legends.